Und jetzt noch etwas für die Podcast-HörerInnen unter euch. Zu Kim Leopolds Hobbys zählen Schreiben und Reisen, die sie gerne auch kombiniert, indem sie über Orte schreibt, die sie schon tatsächlich besucht hat. Mit dem Schreiben hat sie schon früh begonnen und am liebsten schreibt sie Geschichten für junge Erwachsene. Wenn sie nicht gerade an ihrem nächsten Buch schreibt, füllt sie ihren Podcast Autor werden, Autor sein. Und heute ist Kim zu Gast beim Young Authors Day 2021, um euch etwas über ihren Podcast zu erzählen. Viel Spaß dabei. Hallo Kim, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ja, hi, danke für die Einladung. Um was geht es genau, kurz zusammengefasst, in deinem Podcast Autor werden, Autor sein? Ja, Autor werden, Autor sein, das ist im Prinzip ein Podcast für alle, die vom Schreiben leben wollen. Also ich habe quasi da angefangen, wo das Schreiben aufhört mit meinem Podcast. Also wir kümmern uns im Prinzip über, ich sage immer so ganz schön, all die Dinge, die mit Fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen. Das Vermarkten, das Verkaufen, das Veröffentlichen. Und das setzt dann im Prinzip da an, wo wir schon das fertige Manuskript, also das fertig lektorierte Manuskript haben und das jetzt irgendwie in die Welt bringen wollen. Und um diese Themen, was da alles zugehört, ob das jetzt das Einstellen bei Amazon oder Tolino ist oder wie wir jetzt ein Print auf den Markt bringen, wie wir das vermarkten, all diese Themen, das im Prinzip behandelt mein Podcast. An wen richtet sich dein Podcast? Eher an AutorInnen, die schon etwas veröffentlicht haben oder doch eher an blutige AnfängerInnen? Ich würde sagen, das richtet sich in erster Linie an diejenigen, die mehr wollen, also die professionell veröffentlichen wollen. Das kann jetzt jemand sein, der sein erstes Buch rausbringen möchte. Das kann aber auch jemand sein, der vielleicht schon 2, 3 Sachen rausgebracht hat und jetzt feststellt, irgendwie stimmt da was noch nicht, aber ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, wie ich den nächsten Schritt mache, um daraus wirklich eine Karriere zu bauen. Ist der Podcast chronologisch aufgebaut oder kann man sich auch die Folgen herauspicken, die einen jetzt am meisten interessieren? Man kann sich auf jeden Fall die Folgen rauspicken, die dir selbst relevanter erscheinen, aber ich würde trotzdem schon empfehlen, gerade wenn man noch relativ jung dabei ist, dass man dann einfach auch guckt, dass man mit den Grundlagen im Prinzip anfängt, weil was bringt es, etwas zu vermarkten, was vielleicht einfach so im Grundgerüst einfach noch nicht so richtig stimmig ist, ne? Und deswegen empfehle ich da schon einfach auch wirklich die Grundlagen nicht auszulassen. Wie kamst du auf die Idee für diesen Podcast und hättest du dir etwas Ähnliches gewünscht, als du mit dem Schreiben angefangen hast? Also ich habe sowieso schon lange immer Spaß daran gehabt, einfach auch meinen Rat weiterzugeben. Ich habe vorher als Coverdesignerin gearbeitet und hatte dann auch immer mal Kunden dabei, wo ich gemerkt habe, okay, da und da könnten sie noch dran arbeiten, um sich noch ein bisschen besser zu positionieren und sowas. Und habe da eben dann auch schon die ersten Coaching-Erfahrungen gesammelt und das hat mir einfach immer so viel Spaß gemacht oder auch mit Freundinnen dann zu helfen irgendwie. Deswegen wollte ich schon immer mal so ein bisschen in diese Richtung starten. Ich habe dann erst ein bisschen angefangen mit YouTube, dann einfach mal so ein paar Q&As hochgeladen oder mal ein Instagram-Live-Video gemacht zu dem Thema. Aber das war irgendwie nicht so das richtige Format für mich. Also Video ist ja auch immer sehr aufwendig und dann habe ich das mit dem Podcast, das war immer so eine Idee im Hinterkopf und irgendwann habe ich gedacht, komm, jetzt probierst du das einfach mal und wenn das jetzt, also versuchst es jetzt einfach mal ein halbes Jahr und wenn dir das dann keinen Spaß macht, kannst du ja wieder aufhören. Ja, aber jetzt ist es irgendwie geblieben, weil es einfach auch super viel Spaß macht und wir ganz große Pläne haben, das weiterzuentwickeln. Und zu deinem zweiten Teil der Frage, also ich kannte das früher noch nicht, als ich angefangen habe, vor 6 Jahren zu veröffentlichen, dass es da solche Tipps kostenlos auf der Straße gab, sozusagen. Gerade so diesen Mehrwert, den ich mit meinem Podcast vermittle, das sind halt Sachen, für die ich hätte früher wahrscheinlich bezahlen müssen. Auch dann irgendwie bei Profis, sage ich jetzt mal, irgendwie einen Marketing-Coach oder sowas zu engagieren oder jemanden, der mich dann bei der Hand nimmt, um mein E-Book hochzuladen, sowas. Also es gibt ein paar gute deutsche Autorinnen und Autoren, die da auch Tipps geben. Das hat sich auch in den letzten Jahren, 1, 2 Jahren, auch stark gesteigert. Aber so in der Form, dass es wirklich um diesen Teil nach dem Veröffentlichen geht oder beim Veröffentlichen, nach dem Schreiben im Prinzip, kannte ich das bisher jetzt eigentlich noch nicht, höchstens aus dem Englischsprachigen. Das meiste, was man jetzt so entdeckt, das ist ja dann meistens doch eher irgendwie, wie entwickle ich Figuren, wie mache ich eine Handlungsskizze und solche Sachen. Und darum geht es bei mir eben nicht.
Und für alle, die jetzt auf den Geschmack gekommen sind, wo kann man denn deinen Podcast anhören? Meinen Podcast gibt es eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Also Spotify, Stitcher, Apple Podcasts. Auf YouTube lade ich die Folgen auch jedes Mal hoch. Einfach nach meinem Namen suchen, dann findet man den Kanal auch. Und sonst auf meiner Website. Aber wir arbeiten auch gerade noch an einer eigenen Website für den Podcast. Was würdest du gerne den Leuten, die jetzt gerade mit dem Schreiben beginnen, mit auf den Weg geben? Schreiben ist ein Handwerk. Das ist eigentlich so das wichtigste Learning, was ich so in den letzten Jahren gemacht habe. Also man kann es stetig verbessern. Wenn du viel übst, dann kannst du auch viel lernen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich glaube einfach, dass das Talent oder dieser Genie-Gedanke, der ja immer noch in den deutschen Köpfen so ein bisschen vorherrscht, das ist einfach Bullshit, ganz ehrlich. Also ich finde, das Talent ist dann nachher das i-Tüpfelchen. Das ist das, was ein gutes Buch zu etwas Besonderem macht, was dann vielleicht ein 5-Sterne-Plus-Buch für die Leser ist. Aber ich glaube auch, dass man ohne dieses Talent, wenn man einfach diesen eisernen Willen hat, daraus etwas zu erschaffen, was dann auch in den Köpfen der Leserinnen und Leser bleibt, dass das dann auch möglich ist, einfach indem man viel dazu lernt und viel übt, viel macht, viel veröffentlicht vor allem. Also auch nicht irgendwie eine Geschichte 5, 6, 7 Mal neu schreiben, sondern einfach auch raushauen und dann das nächste Projekt machen. Ja, und da einfach dabei bleiben und mit jedem Projekt immer mehr dazu lernen. Ich bedanke mich dafür, dass du heute da warst und wünsche dir alles Gute. Dankeschön.